Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem kleinen Status-Update hier über den Google Home Mini. Und zwar hatte ich in meinem letzten Video ein kleiner Review darüber gemacht. Und ja, heute Morgen, als ich ja aufgestanden bin und irgendwas fragen wollte, ja, nach dem Wetter, musste ich feststellen, dass das Ding mich gar nicht mehr versteht. Ja, irgendwie. Ja, seitdem ich spreche Englisch, ja, es kann einfach nur noch Englisch. Keine Ahnung, da muss über Nacht irgendwie ein Update gelaufen sein oder irgendwas. Jedenfalls kann das nur noch Englisch, ja. Wir können mal ein paar Fragen stellen, vielleicht. Hey Google, kannst du mich hören? Sorry, I don't understand. Genau, also der versteht mich nicht mehr. Hey Google, wie wird das Wetter heute? Sorry, I don't know how to help with that, but I'm learning more every day. Okay, Google, ich versuch's nochmal. Und zwar, ich hatte nach dem Wetter gefragt und er hat mir irgendwas über Pokémons Sorry, erzählt. I'm not sure how to help with that yet. Heute Morgen, ja. Hey, Google, wie wird heute das Wetter? Sorry, I can't Okay. help with that yet. Okay, Google. How are you today? I'm doing great. Thanks for asking. Anything I can help with? Wie wird das Wetter heute? On the website bulbapedia.bulbagarden.net, they say it evolves into Alolan Raticate when leveled up at night starting at level 20. Genau, schönen Dank. So, also das versteht einfach nur noch Englisch, ja. Deswegen, also über die Home-App, die Google Home-App, habe ich nachgeschaut, da kann man nicht einstellen, ja, für das Teil selbst hier. Man kann die Sprache ändern, aber nur für die, ja, für die App selbst, für den Smartphone. Deswegen, ja, werden wir jetzt, über die Sprachsteuerung kann man das Ding auch nicht zurücksetzen. Ja, ich habe es versucht. Okay, Google. Reset. To reset Google Home Mini, press and hold the button on the back for about 12 seconds. This resets the device to its factory default settings. Genau. Also, ich habe es versucht mit dem, über die Sprachsteuerung das Ding zu resetten. Das macht er nicht. Er hat mir aber gesagt, wie das geht. Und zwar hier auf der Rückseite, ich drehe einfach mal um jetzt, unter dem Powerkabel hier, ja, Stromkabel, da ist ein klitzekleiner Kreis hier, da sieht man, das wird jetzt auf der Kamera nicht zu sehen sein, aber das ist hier, das fühlt man auch, und das sollen wir jetzt circa 12 Sekunden lang drücken. Ups, ich drehe das mal um, ich halte das jetzt gedrückt hier für, opa, 12 Sekunden, ja, wir machen You're das. about to completely reset Google Home. To cancel, release the button. Okay, da kommt noch eine Warnung. Ja, wir machen jetzt ein Live-Reset hier. Okay. Ich denke, das ist jetzt durch. Ich lasse jetzt einfach los und warte noch mal kurz ab, was passiert, ob er oder es hier wieder Deutsch kann nach dem Neustart, nach dem Reset hier. Jetzt passiert gerade gar nichts mehr. Hey Google. Okay, es scheint ein bisschen zu dauern, genau. Der, also das wurde jetzt auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt. Eigentlich sollte er wieder Deutsch können. Wir werden dann gleich sehen. Genau, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist, dass ich die englische Version hier, also die englische Stimme, finde ich, die viel, ist viel flüssiger, ja, und klingt viel natürlicher, irgendwie schöner als die deutsche. Wir werden gleich sehen, wenn das geklappt hat hier. Hey Google, bist schon da? Okay, jetzt ist er aber da. Ich hoffe, das kann man hier. Willkommen bei Google Home. Ah, das sieht doch schon. Installiere die Google Home App einfach auf deinem Smartphone oder Tablet und schon kannst du loslegen. Okay. Ja, okay, das scheint funktioniert zu haben hier mit dem Zurücksetzen. Der Karl kann wieder Deutsch. Ja, hey Google. Google Home ist bei dir noch nicht Okay, eingerichtet. ich Installiere die muss. Google Home App Okay, einfach auf Google. deinem Smartphone oder Tablet Okay, und schon Google. kannst du loslegen. Danke. Google Home ist bei dir noch nicht eingerichtet.
Genau, also das wurde zurückgesetzt, das kann wieder Deutsch. Ich muss jetzt natürlich auf meinem Smartphone die Google Home App wieder ja, einrichten. Ja, was da passiert ist, ich denke mal, da war irgendein Update über Nacht gelaufen oder wie auch immer. Ja, jedenfalls haben wir das jetzt zurückgesetzt und ist alles wieder auf Deutsch. Genau, jetzt ja, haben wir auch gesehen, wie wir das Ding auf ja, Werkseinstellungen zurücksetzen können. Recht einfach. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.